In diesem Video geht es jetzt um die Berechnung der Zuschlagssätze. Wir bleiben bei dem Beispiel der beiden vorigen Videos. Genauer gesagt bauen wir hier auf zwei Videos auf. Einmal im Video für die Umlage der primären Gemeinkosten und einmal der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung nach dem Gleichungsverfahren. Unten in der Beschreibung sind die beiden Videos verlinkt, falls ihr den Hintergrund der Aufgabe nicht mehr wissen. Hier nochmal kurz. Die Großstahlbau GmbH produziert großdimensionierte Metallkonstruktionen, wie zum Beispiel Hallen- und Industriebauten, Trägerkonstruktionen für Hochhäuser, Stahlbrücken, Kesselanlagen für die Energiewirtschaft sowie Großbehälter und Container für den Gütertransport. Die Kostenrechnung des Unternehmens hat zwei Hilfskostenstellen, einmal Dampf und einmal Strom und außerdem vier Hauptkostenstellen, das ist Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. Gegeben sind außerdem für diese Aufgabe noch drei Angaben. Einmal die Materialeinzelkosten insgesamt in Höhe von 1.634.000. Dann haben wir noch Fertigungseinzelkosten in Höhe von 84.600 Euro. Und noch die Herstellkosten des Umsatzes in Höhe von 2.051.200. Weiterhin hatten wir gegeben das hier, aber ich glaube, das brauchen wir für die Zuschlagssätze gar nicht. Und die Aufgabenstellung lautet dann eben, bestimmen Sie die Zuschlagssätze für Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. Das gehen wir jetzt einfach nach und nach durch. Für die Materialgemeinkostenzuschlagssätze gilt allgemein folgende Formel, nämlich Materialgemeinkosten durch Materialeinzelkosten. Bei den Materialgemeinkosten beziehen wir uns auf den Wert, den wir aus der innerbetrieblichen Verrechnung nach dem Gleichungsverfahren berechnet hatten. Und zwar hatten wir hier nach Umlage der Gemeinkosten, also hier ist natürlich ganz viel ausgelassen jetzt, damit wir hier uns nur auf das Wesentliche konzentrieren, nachdem die ganzen Gemeinkosten von den Hilfskostenstellen quasi umgelegt waren auf die Hauptkostenstellen, hatten wir hier einen Wertstellen bei der Materialstelle von 163.400. Und im Nenner brauchen wir dann die Materialeinzelkosten, die hatten wir in der Aufgabenstellung gegeben. Das waren nämlich 1.634.000 Euro, macht einen Zuschlagssatz genau in Höhe von 10%. Und dieser Zuschlagssatz bedeutet, dass bei jedem zu kalkulierenden Auftrag auf das verwendete Fertigungsmaterial ein Gemeinkostenzuschlagssatz von 10% verrechnet wird. Das gleiche machen wir jetzt für die Fertigungskosten. Aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung wissen wir ja, dass die Fertigungsgemeinkosten nach der Umlage 169.200 betragen. Und aus der Aufgabenstellung wissen wir, dass die Fertigungseinzelkosten den Wert von 84.600 haben, macht einen Zuschlagssatz in Höhe von 200%. Und das machen wir jetzt nochmal für die Verwaltungsgemeinkosten. Die Formel sieht hier etwas anders aus. Wir haben im Nenner nicht die Verwaltungseinzelkosten, sondern die Herstellkosten des Umsatzes. Wie immer gucken wir erst hier in die Tabelle. Wir haben hier einen Wert der Gemeinkosten nach Umlage in Höhe von 72.700. Und die Herstellkosten des Umsatzes laut Aufgabenstellung sind 2.051.200. Ergibt uns einen Zuschlagssatz in Höhe von 3,54%. Für die Vertriebsgemeinkosten machen wir das Gleiche. Auch hier setzen wir ins Verhältnis zu den Herstellkosten des Umsatzes. Aus der Verrechnung wissen wir, dass die Gemeinkosten nach Umlage 47.500 betragen. Und aus der Aufgabenstellung wissen wir, dass die Herstellkosten des Umsatzes 2.051.200 betragen, ergibt uns einen Zuschlagssatz der Vertriebskosten in Höhe von 2,32%. Das ist eigentlich schon alles.